bei den Politikerinnen und Politikern, die jetzt so entsetzt auf den Bericht reagieren, ist es ja mit konkreten politischen Maßnahmen auch nicht so weit her. Kohleausstieg bis 2038, das Datum will die Union zum Beispiel auf jeden Fall beibehalten. Die Zeit haben wir noch, 2038, da geht ja das letzte Kohlekraftwerk vom Netz. Klimaexperten ist das zu spät. Die Forschungsministerin will aber auch heute an dem Datum nicht rütteln. Sie setzt auf Innovation. Deutschlands Zukunft liegt darin, ein Zentrum für die Entwicklung von klimafreundlichen Technologien zu werden. Da bin ich aber gespannt auf diese Zukunft. Ja, Technologien wie Verbrennungsmotoren mit Software, die Abgaswerte manipuliert, vermute ich. Oder wenn man sich den Spritverbrauch anguckt, wenn man mal überlegt, wie viel Spritautos früher im Schnitt gebraucht haben. So sah es noch 2010 aus. Und heute, 10 Jahre später, irre, oder? Tolle Leistung unserer Ingenieure. Ich ziehe meinen Hut. Ich weiß, was jetzt kommt. Die Motoren sind effizienter. Dafür sind die Autos aber größer und schwerer geworden. Ist richtig, aber dieser Grund interessiert das Klima herzlich wenig. Deswegen habe ich persönlich auch wenig Vertrauen in die Forderung der FDP, den Klimawandel der Wirtschaft zu überlassen, weil die das ja in den letzten Jahrzehnten freiwillig so verdammt gut gemacht hat. Sie erinnern sich, wie oft haben die Energiekonzerne gebettelt, ihre Kohlekraftwerke abschalten zu können? Wie sehr haben die deutschen Autobauer gedrängelt, endlich Elektroautos bauen zu dürfen? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Und was fordert die FDP jetzt? Die FDP wiederum fordert, die schon jetzt nicht mehr vermeidbaren Folgen der Erderwärmung mehr in den Fokus zu nehmen, um sie mit Maßnahmen abzufedern. Und das ist richtig. Man muss jetzt mehr gegen die Katastrophen tun, die der Klimawandel verstärkt bringen wird. Aber wenn man gleichzeitig nicht die Ursache des Übels angehen will, dann ist es so, als würde man sagen, lasst uns die Leute nicht vom Rauchen abhalten. Lasst uns die Prothesen für Raucherbeine verbessern. Hm? Wie sieht's in der Realität aus? Ich meine, wenn man jetzt nicht Christian Lindner oder Anja Karliczek heißt und wenn man auch nicht gekifft hat. Also diese Realität, die meine ich. Wie sieht es da aus bei den erneuerbaren Energien? Seit 2017, also dem Start der derzeitigen Regierung, ist der Ausbau von Windanlagen an Land drastisch eingebrochen. Zum Beispiel in Laschets Stammland Nordrhein-Westfalen, wo es die Regel gibt, dass Windanlagen immer 1000 Meter von bewohnten Gebieten entfernt sein müssen. Und finden Sie mal in Nordrhein-Westfalen ein Gebiet, wo über 1000 Meter keiner wohnt. Das ist NRW-Umweltpolitik. In Leverkusen kann umgeben von Millionen Bewohnern mitten in der Stadt ein hochgiftiges Chemielager abbrennen. Aber ein Windrad muss 1 Kilometer entfernt stehen. Willkommen in Nordrhein-Westfalen, hier nach dem Klimawandel. Ihr gesamtes Fachwissen hat auch die AfD wieder mal in die Waagschale geworfen. Und die Waagschale hat sich wie immer kein Stück bewegt. Keinen Handlungsbedarf beim Klimaschutz hingegen sieht die AfD, die den menschengemachten Klimawandel anzweifelt. Es ist die ganze Zeit klar, dass das, was dagegen getan werden soll, nichts bringt und deswegen sollten wir es lassen. Völlig richtig. Es ist eigentlich wie mit einer AfD-Mitgliedschaft. Wenn man drin ist, verliert man seinen IQ, da bringt es auch nichts mehr auszusteigen. Da kann man es auch lassen. Wobei man ja sagen muss, dass die AfD sogar innerhalb der rechtspopulistischen Parteien in Europa eine Sonderstellung innehat. Denn nur wenige der anderen Populistenvereine lehnen im Europäischen Parlament wirklich jede Maßnahme zum Klimaschutz ab. Das macht aber die AfD. Ja, hier, 100% der Maßnahmen abgelehnt. Das ist schon eine Leistung, in der Riege der Blöden auch noch Europameister zu sein.